So, jetzt aber. Ja, großer Sicht. So, jetzt bin ich hier. Ja, toll. Springt noch nicht mal. Ihr wisst jetzt wohl drüber. Ach Mann, ey. Ist ja wohl jetzt darüber kommen, du Schmonk. Ja, das war geplant von mir. Das funktioniert ja schon mal sehr schlecht. Überleg. Okay, einfach da lang rennen. Ich stehe damit. Was? Nein! Lass mich in Ruhe! Wir sind noch lange nicht fertig! Scheiße! Er rennt weg! Was glaubst du, wo du hingehst? Scheiße! Er rennt weg? Zwecklos! Hierher, Freunde! Ja gut, dann machen wir es auf die grobe Art und Weise. Weg damit. Ha, ha, ha. So. Ganz schnell weg, würde ich sagen. Ja, keine Ahnung, hier. Hey Lara Croft, na, was steht an? Ja, wir sind James Bond und Lara Croft ist das jetzt hier. Wie sieht's aus? Braddock ist fort und Truppen zusammen. Sie marschieren nach Fort Duquesne. Aber es dauert, bis sie bereit sind. Wir haben Zeit, etwas zu planen. Nicht nötig. Wir lauern ihm auf, hier in Flussnähe. Geh und hol deine Leute. Ich hole die meinen. Ich lasse dich wissen, wenn es soweit ist. Ja, Lara Croft lässt uns gerade alleine. So. 125. Nein, nicht geschafft. Alter, das macht jetzt 45 Punkte aus? Was für ein Scheiß, Alter. Also. Gut. Bleib stehen. Flash. Alter, schön ins Gesicht gesammelt, ey. Nee, bleib stehen. Bleib stehen. Haarschlecken, ey. Ballern wir es direkt ab. Wo ist es denn? Ist weg. So. Mal den ganzen Scheißweg erstmal hinlaufen. Na, gehen wir hier lang. Oh, kalt. Oh. Hase. Oh, nee. Kreuze. Na ja, sind kriege ich nicht. Rickets. Warum mache ich das eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Peter hat wenigstens jetzt mal eine Story, die er erzählen kann. Ja. Okay, ich jetzt. Schwupps, weg bin ich. Also, wie.
Bleib stehen, ich will nur spielen. Na, weg ist es. Wo kann ich denn jetzt hier rüber, ey? Ich hab keinen Bock den langen Weg. Ich bräuchte echt ein scheiß Pferd langsam mal. Oh Gott, kalt, kalt, kalt. Scheiße, ist es kalt. Oh. Was? Fetter Winterzeit. Schön noch abends. Seit Wochen die gleichen Klamotten. Seit Monaten die gleichen Klamotten. Abends. Ah, guck mal an. Zwei Pferde. Kann ich mir jetzt mitnehmen? So GTA-Style. Oh ne, der hört gerade Techno. Da wollen wir mal nicht stören hier. Wahrscheinlich Gabba Gandalf. Eine 5000 Watt Bass Machine. Boom! Ach, Kacke. Drecks Pferd hier irgendwo. Wupp, leck mich doch einfach nur am Sack, ey. Fünf Monate später. Und laut unser Totengesang. Hört, hört! Harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du? Es ist soweit. Wir lagern nördlich von hier. Triff mich dort. Gentlemen, lasst uns gehen. Er kann doch kaum laufen, der arme Junge. Erst war es zu kalt. Jetzt ist es verdammt heiß. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Na gut, hochmotiviert sind sie schon mal. Zurück zu Braddock, seinen Dienst ableisten. Ich vermute mal, Bulldog war nicht begeistert nach unserer Nummer. Lee wird ihm erzählen, ich sei unfähig und um Vergebung bitten. Er ist gut mit Worten, ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Er empfängt ihn sicher mit offenen Armen. Somit hätten wir auch einen Spitz. Schön, einfach nur. Ganz genau. Ah, da ist er ja schon. Wenn dem so ist, wird Charles es bemerken und tun. Er ist gewieft, als ihr glaubt. Wenn wir fertig sind, gehe ich eine Woche nach New York. Höchste Zeit, dass ich mir das anschaue. Viele Whiskyflaschen und Frauen in Hosen, meint ihr? Was gäbe es denn sonst noch sehenswert? Okay, coole Angelegenheit. Oh, Leben voll aufgeladen. Oh, eierige Zwinge. Ich sehe, du warst fleißig. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du?
Für wen stehst du? Mich selbst. Was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir. Eieieiei. Nach und nach hören wir. Sie kommen. Alles in Ordnung, Sir? Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Die Franzosen wissen das und wollen unser Wachstum aufhalten. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forts, schmieden Allianzen und warten auf den Tag, an dem sie die Schlinge zuziehen können. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Wir geben ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder sie sterben. Moment. Warte. Es reicht nicht nur, seine Truppen zu zerschlagen. Braddock selbst muss sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verkleide mich als einer der Seinen und schleiche mich an den Rand. Der Angriff ist die perfekte Deckung für mich, um den Todesstoß zu versetzen. Im Endeffekt hat dieser Braddock ja nichts Böses in der Art und Weise. Er will ja nur sein Volk beschützen, aber er macht's auf eine miese Art und Weise. Guck mal, die haben alle Feuerwaffen. Fortschrittliche Indianer. Schön, freut mich. Der Wald ist zu dicht. Bei dem Tempo dauert es Tage, bis wir die Kähne erreichen. Wir sollten besser dem Fluss folgen. Doch, wir sind zu ungefähr. Wir brauchen das wieder ab. Tötet sie! Gut, das war jetzt nicht geplant von mir. Zack. 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 Noch was am Leben? Da. Da direkt näher schießen hier. Kleine Fackeln. Scheiße. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir es jetzt so hinkriegen hier. Na, wie schaut's aus, Kollege? Ach du Scheiße. Ja, ich habe mich bemerkt, keiner, sonst habe ich. Ach du Scheibengeister. Sonst habe ich ein Problem hier. Es war eine Ehre, gedient zu haben. General! Hoppala. Ich dulde weder Zweifel von Untergebenen noch Mitleid für unsere Feinde. Ich habe keine Zeit für Ungehorsam. Er hat für seinen Verrat bezahlt, wie es sich gehört. Falls wir den Krieg gegen die Franzosen gewinnen, nein, wenn wir gewinnen, dann nur, weil Männer wie ihr Männern wie mir gehorchen, und zwar ohne zu zögern. In unseren Reihen muss Ordnung herrschen, eine klare Befehlskette, Anführer und Gefolge. Ohne diese Struktur kann es keinen Sieg geben. Habt ihr das verstanden? Oha. Ja, ich weiß nicht, der Typ, der macht alles, der macht das richtig aus falschen Gründen. Und mit falschen Mitteln. Edward.
Nicht so lustig am anderen Ende des Laufs, nicht wahr? Achtung! Sir. Warum schreit der eigene Kollege Achtung? Wo seid ihr hin? Boah, Verfolgungsjagd hier mit den getunten hier. Getunten Pferd und sowas. Ein Problem. Oh, Alter, das ist ja Hollywood-Style hier. Weißt du, mit krassen Pferdestärken hier durch die Gegend radern. Platz da. Was ballern die denn? Platz da hier. Oh, der macht schon wieder keine Bumm. Ich bin jetzt. Oh, daneben gefeuert. Fuck it. Lädt er nach? Lädt nicht nach. Lädt nach. So, jetzt habe ich ihn. Jetzt kriege ich ihn. Oh. Na gut, so geht's auch. Ich hielt euch nie für einen Feigling, Edward. Na dann kommt! Diese Arroganz. Ich wusste, sie würde euer Ende sein. Wird euer Ende sein. Nicht. Schnell, bevor er davonkommt! Ich sagte los! Au! Stehende Schwein! Komm her, eine Kugel brauche ich für dich nur! Boom. Eine Tür. Ist nichts Persönliches. Naja, vielleicht ein bisschen persönlich. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Einst vielleicht. Der wollte mich auch gerade töten. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen? Ihr erschlugt Unschuldige ohne jeden Skrupel und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen. Die Welt wäre doch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Fall habt ihr recht. Lebt wohl, Edward. Ja, komm, leg dich nochmal perfekt hin, damit auch bequem liegst, wenn du tot bist. Muss ich auch mal sein, ne? Ist klar. Was? Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir. Oh, jetzt kriegen wir das Geheimnis verratet. Mhm. Warte mal, das kennen wir doch. Dich kennen wir doch zu gut. Nein. Nein. Du scheinst enttäuscht. Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten Sie? Es erzählt die Geschichte von Yodzitsitsu.
die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich, voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte, ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Na? Du hast mir viel Güte entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Na? Ich sollte gehen. Aber... Ich hab euch gesagt, das sind die Eltern von ihm. Ich glaube, das sind die Eltern von Konoha. Arschlecken, mich kriegt keiner mehr oder was anderes. Ich hab's gesagt und es ist eingetroffen. Wenn ich nicht der cleverste Cleverkli bin, dann cleverkliert ihr mich doch mal richtig fett am Arsch, Leute. Ich fass es ja nicht. Coole Sache. Ein paar Tage später. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Und ich würde sagen, das war es auch erstmal, würde ich sagen, ja. Wie gesagt, was mit den Türmen, das müsst ihr jetzt entscheiden, was jetzt gemacht werden soll. Erwähne ich jetzt noch einmal, ob ich sie offline machen muss oder soll oder ob ihr es sehen möchtet. Und das, wie gesagt, sehe ich dann das nächste Mal mit euch. Ja, wie gesagt, noch ein paar Neuerungen sind jetzt auch noch mit am Start, die ich jetzt vielleicht mal überlege, mache und sowas, hast nicht gesehen. Wie gesagt, jeden Donnerstag ein neues Let's Play, eine Folge. Und das vielleicht auch sonntags, halt mal, also Donnerstag und sonntags, da bin ich ja meistens halt immer zu Hause. Und das, ja, werden wir mal schauen, ob sich das hier einspielen lässt. Ja, was gibt's denn sonst noch zu sagen? Eigentlich gibt's nicht mehr viel zu sagen. Ja, ich will die ganze diese Aussichtspunkte hier machen, aber ich weiß nicht, das interessiert wahrscheinlich herzlich wenig jemanden. Wir lassen das einfach mal jetzt so. Komm, ist in Ordnung. Wir lassen es einfach so. Wie gesagt, ja. Müsstet ihr? Gemischt Warenhändler. Was für ein Scheiß. Ja, das war jetzt diese Folge von Assassin's Creed. Schrotet alles in die Kommentare. Und hoffentlich sieht man sich das nächste Mal. Und hoffentlich auch mal online. Tschüss.